Hallo, mein Name ist Stefan Jentsch und das ist Steffen Rachut und gemeinsam sind wir die ResNetz GmbH. Genau, wir helfen Coaches, Beratern und Experten dabei, über YouTube qualifizierte Anfragen zu gewinnen als Done-for-You-Agenturdienstleistung. Wie habt ihr Baulig Consulting kennengelernt? Also ich in erster Linie habe Baulig Consulting durch YouTube-Videos kennengelernt, auch Podcasts, und da habe ich sie auch schon sehr, sehr lange verfolgt. Genau, also ich habe Andreas eigentlich schon länger verfolgt, schon seit 2015, 2016, so in den Anfängen seiner Online-Marketing-Karriere, sage ich mal, oder nach dem Einser-Kandidat, und dann ja immer sporadisch wieder so auf YouTube. Aber Stefan war, denke ich, derjenige, der auf jeden Fall da schon länger und intensiver gerade auf YouTube unterwegs war. Was war eure Ausgangssituation vor dem Baulig-Coaching? Unsere Ausgangssituation vor dem Baulig-Coaching war, dass wir als Agentur so zwischen 5.000 und 7.000 € Monatsumsatz gemacht haben, was für zwei Personen ja nicht wirklich viel ist. Und wir auch wirklich Probleme hatten im Bereich Zielgruppendefinition, aber auch perfekte Angebotsstrukturierung, weil wir waren eigentlich eine Agentur für alles, ja, also ein Bauchladen. Was war eure größte Angst vor dem Coaching? Ja, ich denke, ich persönlich war sehr skeptisch am Anfang. Ich hatte Andreas schon als Online-Marketer definitiv geschätzt, schon lange. Aber so diese ganze Aufmachung der Baulig-Brand, sage ich mal, das hat mir doch eigentlich eher widerstrebt am Anfang. Deswegen war auch Stefan so mehr der Initiator, der das dann gepusht hat. Und auch während des Trainings dann mussten wir erstmal lernen, quasi, dass wir eigentlich viel weniger wissen, als wir das dachten, oder ich vor allem auch. Und dementsprechend, ja, hat es auch relativ lang gedauert, bis wir dann wirklich in die Umsetzung gekommen sind. Warum habt ihr euch für ein Coaching bei Baulig Consulting entschieden? Da wir einfach die ganze Zeit, wie schon erwähnt, zwischen den 5.000 bis 7.000 € Monatsumsatz rumgehangen haben und wir einfach endlich auf das nächste Level kommen wollten. Wie lange hat es bis zum ersten Verkaufserfolg gedauert? Als wir dann aber angefangen haben, gerade so diese DMC-Strategie für Agenturen umzusetzen, ging das tatsächlich relativ schnell. Also ich glaube, nach den ersten Briefen, die wir versandt haben, haben wir dann auch schon vielleicht 30 Tage später oder so auch tatsächlich mal den ersten Kunden darüber abgeschlossen und seither auch deutlich mehr. Was war euer höchster Monatsumsatz nach Beginn des Coachings? Unser höchster Monatsumsatz war 50.000 € abgeschlossenes Auftragsvolumen, wovon 27.000 € Cashflow waren. Was waren eure Key Learnings aus dem Baulig-Coaching? Ich denke, für uns ein Key Learning war ganz klar der Fokus auf Vertrieb. Ich persönlich komme eben aus der Marketingwelt eher. Ich habe vorher schon mal in einer anderen Agentur gearbeitet und da war eben dieser Vertriebsgedanke nie da. Und ich hatte, oder wir beide eigentlich, hatten auch gar keine Erfahrung da drin. Und da mussten wir erstmal tatsächlich auch so langsam rangeführt werden, mental, wie wichtig das für uns ist. Und dann kam irgendwann, hat Andreas mal gesagt, gerade für Agenturen zu Beginn solltest du dich eigentlich 80% darauf fokussieren, neue Kunden zu gewinnen. Und das war so ein Shift für uns, der erstmal ein bisschen gebraucht hat, bis der wirklich gesackt oder reingesackt ist. Aber seither lief es dann tatsächlich auch besser. Das war so für mich, glaube ich, der entscheidende Knackpunkt. Ich weiß nicht, wie es für dich war, Stefan. Ja, also es war halt einfach das Ego-Problem, was wir beide hatten. Wir dachten halt schon, ja, man kann etwas von denen lernen, aber ja, irgendwie wollten wir das halt selbst auch nicht wahrhaben, dass wir halt irgendwo anders auch Hilfe annehmen müssen, um halt, glaube ich mal, auf den nächsten Step zu kommen. Das ist einfach ein pures Ego-Problem, ja. Aber das konnten wir dann Gott sei Dank lösen und seitdem hat sich die Lage auf jeden Fall viel, viel verbessert. Was war der beste Moment im Coaching für euch? Also ich würde sagen, klar, das beste Erlebnis war am Ende des Tages wahrscheinlich der Office-Tag. Das ist ja so ein Angebot von Baulig Consulting, wo man, glaube ich, einmal im Monat zusammenkommen kann, wenn man aktiver Kunde ist. Und da einfach auch mal andere Kunden wirklich im Real Life kennenzulernen, sich auszutauschen. Und es ist ja so, man sitzt oft halt zu Hause oder im Büro und bröckelt so vor sich hin und weiß gar nicht auch, wie die anderen strugglen oder was für Probleme die haben, auch mindset-technisch oder so. Und da war das einfach total erleichternd, auch mal mit anderen sich auszutauschen, die im Endeffekt genau dasselbe machen wie man selber und auch einfach sich gegenseitig zu unterstützen und die mal kennenzulernen. Also die besten Erlebnisse waren eigentlich für mich, also generell eigentlich das Training. Also halt die ganzen Live-Calls, der ganze Support, die WhatsApp-Gruppe. Halt immer, wenn du Fragen hast, werden die halt beantwortet. Das ist eigentlich so. Es gibt nicht für mich komplett nur dieses eine Erlebnis. Es gibt halt einfach diese ganzen einzelnen Möglichkeiten, die man halt hat, wenn man Kunde bei Baulig Consulting ist. Die finde ich einfach eigentlich am besten. Wie hat sich euer Unternehmen durch das Baulig-Coaching verändert?
Ja, also ich denke, in erster Linie sind wir auch einfach mehr in so dieses Unternehmerdasein reingewachsen. Das braucht zum Anfang auch mal eine gewisse Weile. Und da sind jetzt auch so schon 2, 3 Büros, die wir jetzt mal gewechselt haben und neue Mitarbeiter und solche Geschichten. Und ich glaube, das ist so die physische Manifestation davon. Aber bei uns auch, denke ich, im Mindset hat sich einfach viel geändert. So wie wir denken, so wie wir über das Unternehmerdasein auch denken, da hat sich einfach sehr viel gewandelt, das niemals so schnell gegangen wäre, wenn wir das nicht gemacht hätten. Es hat sich auch dahingehend verändert, dass einfach auch die Vertriebsprozesse viel systematisierter sind. Also es ist halt nicht mehr dieses, okay, den potenziellen Interessenten mache ich jetzt den Angebot oder mache ich das Angebot. Wir haben halt Angebote geschaffen, wir haben Prozesse geschaffen im Vertrieb, im Marketing, im Fulfillment. Ja, das ist jetzt einfach alles viel, viel leichter als vorher. Wie haben sich eure Leben durch das Baulig-Coaching verändert? Naja, ich würde schon sagen, das ist schon im Endeffekt auch ein großer Teil unseres Lebens geworden, wirklich, weil man arbeitet halt viel, man will sein Unternehmen voranbringen. Man tauscht sich auch viel mit anderen Leuten aus, die auch natürlich irgendwo Kunden sind oder auch mit dem Baulig-Team selber, wie heute zum Beispiel. Und fährt auch hier mal nach Koblenz zum Beispiel. Und ich denke, dass eigentlich jeden Tag hat man irgendwie Berührungspunkte damit. Und dementsprechend ist es jeden Tag sehr, sehr präsent bei uns. Mein Leben hat sich durch das Baulig-Coaching auch so dahingegen verändert, dass ich auch in einer neuen Stadt gezogen bin, zu natürlich Steffen, ja, also nach Osnabrück. Ich komme ja eigentlich ursprünglich aus Berlin und das war für mich natürlich auch ein großer Step. Aber durch das Coaching ist das halt einfach möglich geworden. Aber auch privat. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch viel strukturierter und bin auch einfach mal direkter geworden, was mir auch privat, aber wie auch im Business einfach geholfen hat. Wie fühlt es sich an, ein Baulig-Kunde zu sein? Ich denke, im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Also man ist einfach, man fühlt sich aufgehoben. Und ich glaube, gerade wenn jeder Unternehmer wird mir dabei pflichten, dass man irgendwie sich auch mal alleine fühlt oder nicht weiter weiß. Und das ist aber diese Community, da sind die Coaches, da sind die Experten, die man nach Rat fragen kann. Und das gibt einem einfach viel Halt, glaube ich. Und auch einfach Selbstvertrauen zu sagen, okay, ich gehe jetzt den nächsten Schritt zum Beispiel, ich stelle einen Mitarbeiter ein oder ich schalte vielleicht meine ersten Werbekampagnen selber, ziehe ein neues Büro. Und da gibt es halt immer einen Ansprechpartner, den man jetzt einfach hinzuziehen kann, wenn man das für sich braucht. Und das ist ein Gamechanger für mich auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich finde es einfach nur geil. Also es ist cool, du hast eine coole Community, du hast Leute, die genau dieselben Probleme haben wie einer selbst, du kannst dich halt mit denen austauschen. Es ist natürlich auch cool, weil natürlich, ihr seid ja auch andere Unternehmer und die haben ja auch andere Angebote und ich fühle mich auch viel, sagen wir mal, ich habe mehr Vertrauen auch zu denen, weil ich weiß, dass was sie anbieten auch von guter Qualität ist. Ja, also ich bin zum Beispiel auch selbst bei anderen baulich Kunden Kunde, weil ich einfach weiß, was die liefern, da ist auch einfach was dahinter. Ja? Und da weiß ich auf jeden Fall, es gibt ja immer schwarze Schafe draußen im Markt, in bestimmten Bereichen. Und ich weiß, wenn ich hier aber jemanden zum Beispiel nach Rat frage oder wen kann man empfehlen, dann weiß ich, dass der auch einen super Job liefern würde. Ja, es ist einfach cool. Man fühlt sich nicht alleine. Ich glaube, das können sehr viele nachvollziehen, dass wenn du gerade startest oder dabei bist, dass zum Beispiel Freunde oder Familie natürlich nicht so viel verstehen von dem Thema, als jetzt zum Beispiel jemand, der genau dieselben Probleme hat wie du selbst. Und deswegen kann ich es da auf jeden Fall nur empfehlen.